ich bin Mike Eschkowiak. Bin Hochgeschäft da an der Uni, in der Mensa. Habe vor 2 Jahren da in der Migros angefangen, im Mai 2015. Habe vorher für 15 Jahre ohne Lehre, also ich habe eine Lehre gemacht, habe danach 15 Jahre in der à la carte Gastronomie gearbeitet. Es sind nur diese Kleinigkeiten, am Morgen guten Morgen sagen, abholen, die Hände, so dat, da merkst, also spürst dann aber auch so ein bisschen schon die Sachen von den Mitarbeitern raus. Da spürst schnell mal, wenn es für einen gut geht. Also ich sage einfach immer, es ist nur am Gast schmeckt. Also grundsätzlich gibt es da nichts, was nicht geht. Und ich lohne ihnen eigentlich die Freiheit, weil es bringt mir nichts, wenn sie münd abschmecken, wie ich es gern würde. Weil sie können besser kochen, wenn sie so kochen, wie sie es gern möchte. Es ist dieses Briefing am Morgen, es sind die Briefings bei den Teamsitzungen, die ich habe. Wenn mir jetzt groß alles hängt, dass ich die Leute eigentlich vom Kopf her auf die Sache vorbereite. Das ist das, was eigentlich das Geheimnis ist. Also es ist kein großes Geheimnis. Es ist wirklich reden miteinander und Sachen, wo speziell sind, besprechen. Da an der Uni haben wir einfach im Herbstsemester einfach wirklich vom Mitte Februar bis Ende Juni die stressige Zeit. Und das wüsste man auch, wenn es eben die Sommer zieht, wo man abgehen könnt, Ferien, Überstunden abbauen. Ich dachte, wir können erholen, dann ist das Herbstsemester, wo dann auch nochmal streng ist. Also wir können uns auf I stellen, was in der à la carte Gastronomie eher schwierig ist. Deswegen ist es für mich da auch ein Job, den ich eher administrativ ausübe und nicht in der Küche, weil das Kochen an sich wäre für mich zu wenig anspruchsvoll. Nicht von den Mengen, aber von der Kreativität. Und daher würde ich sagen, das wäre sicher etwas, was für mich extrem schwierig wäre, jetzt einfach als normaler Koch dort zu schaffen. Das ist direkte Feedback. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich eigentlich ein sehr schnelles Feedback überkomme. Eben durch Mimik, Gestik, was auch immer, oder durch eben das direkte Feedback an der USGA. Das ist wirklich etwas, was man in der normalen à la carte Gastronomie nicht so erfährt, weil da zwischen Küche und Gast immer noch der Service ist. Und da wird das Feedback meist dem Service wiedergeben und das Hund dann zum Teil nicht zwingend immer in Druck liegt. Also eigentlich ist Ziel auch mal eine eigene Kostenstelle zu führen. Es ist so, dass ich wegen dem eigentlich in der Migros angefangen habe. Ich bin im Hof zu Wiel recht lange Zeit stellvertretender Küchenchef gewesen, habe deswegen auch die Stelle gewechselt, weil nicht absehbar gewesen ist, dass der Küchenchef geht. Und ich wollte eigentlich immer schon mehr wie nur Stehvau-Küchenchef. Und da deswegen eben da die Stelle eigentlich antrete, weil es da geheißen hat, er ist Sous-Chef, aber mit der Aussicht auf Hochgeschäft, weil der Hochgeschäft damals vorkalt zum Go. Also auch eine andere Kostenstelle zu übernehmen. Und das ist eigentlich so das Ziel auch für mich, dass ich eigentlich dann mal in naher Zukunft mal eine eigene Kostenstelle auch dann führen werde.